Willkommen zurück zu Let's Play Outcast. Wir befinden uns an einer anderen Stelle als die, der wir der letzten Folge Schluss gemacht haben, was einfach daran liegt, ja, ich konnte mich in der letzten Folge auch nicht von euch verabschieden und das liegt, wie gesagt, daran, dass mir das Spiel abgestürzt ist und ich auch jetzt große Probleme hatte, das Spiel wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe wirklich, dass ich das Spiel hier, dieses Let's Play, mit euch beenden kann. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das Spiel langsam auseinanderfällt. Ihr bekommt davon nichts mit, weil logischerweise seht ihr immer nur die Sequenzen, die einwandfrei gelaufen sind. Und wenn ich, wenn das Spiel abstürzt, dann beendet sich automatisch auch Fraps. Und deswegen, logischerweise, kriegt ihr das nicht mit. Tja, aber wie gesagt, vielleicht haben wir ja Glück. Und wir schaffen es. Ich werde jetzt als erstes, auch wenn es ein bisschen blöd ist, mal, ups, speichern. Weil ich glaube auch, dass die letzte Abspeicherung, die wir in der letzten Folge gemeinsam getan haben, verbuggt ist, weil jedes Mal, fast jedes Mal, wenn ich diese Abspeicherung reinlade, stürzt mir das Spiel sofort danach ab. Ich probiere es jetzt mal hier an einer anderen Stelle. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. So, wir haben in der letzten Folge zwei aufgetragen bekommen. Ihr könnt ja gerade mal nachschauen. Die eine ist diese hier. Nach zwei Schaltern in der Nähe des versunkenen Tempels suchen. Und einen Talaner in der Nähe bitten, bei der Bedienung zu helfen. Ja, da soll es sich nämlich diese Waffe, diese legendäre Waffe befinden, die Oro haben will, um uns bei dem Kampf gegen Gorgor zu helfen. Das Problem, was wir haben, ist das Problem, was sich schon seit ungefähr 20 Folgen durchzieht. Wir haben keine oder zu wenig Munition. Das heißt, früher oder später müssen wir doch nochmal einen Händler aufsuchen und hier ordentlich Munition kaufen. Denn ich fürchte nämlich, dass der Kampf, der uns jetzt gleich bevorstehen wird, dass der hoffnungslos sein wird ohne Munition. Denn wir müssen genau hier in diese Richtung weiter, wo ich jetzt gerade hinschaue. Und da kommt nicht nur der eine Tempel, da kommen auch eine ganze Menge Gegner. Und das Ganze ist sehr, sehr schwierig zu schaffen, wenn man nicht genug Munition hat. So, aber ich sehe hier, hier gibt es zwar Händler, aber ich glaube keine Munitionshändler. Nee, der hatte nichts hier. Ist hier irgendwas? Nein. So, ihr habt auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich doch bitte nochmal mit dem einen Shammas reden soll und ihn zu bestimmten Sachen fragen soll. Das mache ich auch noch. Nur ich würde gerne das jetzt hier hinter mich bringen. So, wir gehen erstmal hier raus aus dem Dorf. In Richtung des Daokas hier vorne. Und da seht ihr schon dieses Gebäude, was da gerade aus dem Fog of War auftaucht. Ja, da ist nicht nur das Gebäude, da sind auch jede Menge Gegner. So, ich mach mal hier die Karte an. Da seht ihr einen roten Punkt. Das ist wahrscheinlich der Kerl, der da in seinem Bunker sitzt, sozusagen. Da steht auch noch einer. Oh, jetzt ist es schlimm. So, da hat uns bis jetzt noch keiner gesehen. Aber die Musik hat sich schon geändert. So, wie gehen wir jetzt am besten vor? Ich würde gerne das alles leer räumen. Da oben sehe ich auch schon Munition liegen. So, ich denke mal, wir gehen erstmal von da hinten dran hier. Ja, auch du kriegst deine Packung ab. Ach, super. So, wenigstens hast du eine kleine Polle verloren. Danke. So, jetzt haben wir hier den einen Tempel, aber der ist, denke ich, nicht gemeint. Das ist ein anderer Tempel gemeint. Er sprach ja von einem versunkenen Tempel und das ist wahrscheinlich da hinten im Wasser. Tja, nämlich genau da, wo dieses blöde Gebäude ist, beziehungsweise dahinter irgendwo. Was denn jetzt? Boah, der schießt hier auf mich, volles Rohr. Kriege ich den noch raus? Ja, der ist schon mal weg. So, wir müssen jetzt aber nochmal zurück. Bevor die anderen nämlich angeschissen kommen, und die kommen gleich. Sollen wir nochmal gucken in meinem Rucksack. Was habe ich denn jetzt Schönes dabei? 29 Dynamit. Ein Schlüssel.
Ein Schlüssel Zorkadratz. Aha. Auch nicht schlecht. So, aber ich suche was ganz Bestimmtes. Wir haben noch 3 Medikits, das wollte ich gerade schauen. 3 Stück ist natürlich nicht besonders viel. Aber gut, was will man machen, ne? So, das erste haben wir jetzt reingepfeffert. Das zweite heben wir uns jetzt nochmal auf. Ja, und dann gehen wir mal weiter rein. Irgendwie müssen wir den Kampf ja jetzt hier, ja, schaffen. Und da seht ihr schon, da ist alles voll. Da hinten steht einer. Der ist weit weg. Da steht auch einer. Der schießt, der macht Schießübung. So, wir gehen erstmal zu dir hier. So, da haben wir es leider ein paar Mal getroffen. Jetzt nehmen wir den, der was da Schießübung macht. Also, ach nein, warum schießt man den? So, das ist doch schon mal schön. So, und die Jungs haben es spitz gekriegt, dass einer seiner Kumpels gestorben ist. So, und da kommt der Dicke angerannt. Ach Mist, das war wieder die ganze Reihe Munition daneben gesammelt. So, der nächste ist umgefallen. Stück für Stück müssen wir uns weiter durchkämpfen hier. So. Ich bin ein wenig zu weit weg. Der schießt auf mich. Dann kriegst du als nächstes deine Packung. Ach, und wieder daneben gesammelt. Der wirft mit irgendwelchen komischen Granaten. Das ist natürlich besonders schlecht. Weil die hauen wirklich gut rein, die Dinger. Es wäre natürlich schön, wenn sie sich so selber erledigen würden. Aber diese Hoffnung, glaube ich, kann ich begraben. Ach Mist. 2 Treffer mehr und er wäre umgefallen. So, sehr schön. Du bist am Ende. Und du auch, hoffentlich. So. Jetzt nutzt nichts, wenn wir da reinstürmen, weil dann ist immer ruckzuck hin. Ich habe ja gesagt, das ist nicht meine erste Aufnahme, die ich versuche. Das ist jetzt so ungefähr die 4. Und ich muss euch gestehen, ich habe es bislang noch nie geschafft. So, der dicke Sack hält natürlich eine Menge aus. So, aber er ist jetzt auch da hin. So, wen haben wir denn noch da hier? Da müsste noch einer irgendwo stehen. So, der ist jetzt definitiv hin. Er zuckt doch immer noch. Schlüssel geordnet, Metall geordnet, was ist denn hier los? Da, hier, du. Meine Munition ist leer, Leute. Scheiße. Müssen wir umschalten auf die andere Pulle. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die 10... Ach, das sind noch mindestens 4 Stück, sehe ich noch. Mit 10 Schuss. Ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts, Leute. Oh oh. So, da oben ist auch noch einer. Da haben wir noch nicht mal getroffen hier. Was ist denn das? Haha. So, da stand noch einer hier. Du bist dran. Jawohl. Da oben sind aber noch mehr Gegner. Ich sehe sie. Also nicht hier oben, weiter vorne. So, hier ist wenigstens wieder ein bisschen Munition. Aber leider auch nicht besonders viel. So, du sollst da nicht hochklettern, du sollst dir nur die Munition holen, mein Freund. So.
ist denn jetzt der letzte Gegner? Der ist doch da hinten irgendwo. Das, nein. Ah, da ist er. Jetzt weiß ich auch wo. Jawohl. Und die Musik, die dramatische Musik geht zu Ende. Und das ist ein klares Zeichen für uns. Wir haben diesen Krieg gewonnen. So, gibt es noch ein bisschen was hier? Was ist denn das Schönes? Ein SMPB? Ja, hallo, sammelt doch bitte ein. Danke. So, schön, schön. So, jetzt gucke ich gerade mal nach den Munitionsständen. 60 Schuss und 29 Schuss. Sehr schön. Sehr schön. Ups. Wir packen unseren Speicherkristall aus. Wie ich immer sage, den heiligen Gamsaf. Und speichern. So, und während er das tut, nehme ich mir mal einen Schluck Kaffee. Es ist gerade ziemlich früh am Morgen. Ich meine, ich trinke meinen Kaffee, das wisst ihr auch immer abends spät. Aber jetzt ausnahmsweise passt es mal, denn es ist wirklich noch früh am Morgen. Ich habe ja momentan Urlaub, das sagte ich ja. Ach, wir brauchen auch noch eine Heilpäckchen. Okay, hätte ich das vorspeichern können. Jetzt hätte ich ja... Entschuldigung, es ist noch früh. Hätte ich auch danach erst speichern können. Aber ist ja auch egal. So, packen wir jetzt. Jetzt ist wieder Ruhe. Beruhig dich, ich wollte noch einen Schluck Kaffee trinken. Ja, jetzt sind wir gestärkt. Jetzt kann es weitergehen. So, gibt es hier noch was zum Einsammeln? Ja, die Zorkinsel müssen wir natürlich mitnehmen hier. Ganz klar. Und die Steine müssen wir auch mitnehmen. Da sind noch mehr Zorkins. Ist natürlich ein bisschen blöde, weil auch das hätten wir machen können, bevor wir gespeichert haben. Aber Zorkins sind immer gut. So, und da ist so eine versunkene Ruine hier. Bruder, was willst denn du? Was ist mit dir hier? Ich habe eine Frage. Ja. Was suchst du? Ich suche gar nichts, Ulukai. Egal, sieht nur gerne aufs Wasser. Das ist alles. Entschuldigung, ich hab's aus Versehen weggedrückt. Könntest du mir helfen, ein paar Schalter zu drücken? Wozu, Ulukai? Um das Tor des versunkenen Tempels zu öffnen. Nein, der Schatz gehört mir. Schatz? Ich will doch nur eine Waffe daraus holen. Du hast kein Recht, ihn einfach zu nehmen. Egar sucht schon seit Monaten nach dem Schatz. Hör zu, Egar. Mich interessiert dein Schatz im Moment nicht die Bohne, verstehst du? Ich glaube dir nicht. Na toll, weißt du was? Ich werde einfach jemand anderen fragen, ob er mir hilft. Nein, niemand sonst darf davon wissen. Ich werde dir helfen. Ich wusste doch, dass du vernünftig wirst. Wir müssen die Schalter gleichzeitig drücken. Du zählst 1, 2, 3. Und auf 3 drücken wir dann zusammen. Alles klar? Das schaffe ich, Ulukai. Aber sei vorsichtig da unten. Es könnte sehr gefährlich werden. Ist natürlich nur noch die Frage, wo die Schalter überhaupt sind. Also hier sind jedenfalls keine. Da ist was zum Einsammeln. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, ist es der da? Ja, das sind auch die Schalter. Danke. 1, 2, 3. Danke, und jetzt werde ich mir einen versunkenen Schatz klauen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich sammle nur alles ein, was da rumliegt. Und den Rest kannst du behalten. Was hältst du davon, mein Freund? Ja, ein bisschen Munition.
Hallo, hallo, hallo. Das ist die Superbombe wahrscheinlich gewesen. Oh, Feinde. Am Ufer sind Feinde. Da war doch, der hat doch eben noch Munition geortet, oder? Da. Jetzt geht doch mal hoch hier. Ach, da ist ja noch jede Menge, da ist ja noch jede Menge. So, aber wir müssen irgendwie wieder schaffen, zurück ans Ufer zu kommen. Das sehen wir sie schon da hinten. Vielleicht verpieseln die sich auch gleich wieder. So, zumindest haben wir die Würmer schon mal hier einstecken. Wir können natürlich auch die gute Würmer nehmen. Denn die hat uns ja eben treue Dienste erwiesen. So, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. So, hier kommen wir. Sorry, den Schuss musste ich jetzt verbraten. So, was haben die hier noch Schönes einstecken? Geld. So, das war's. Das war's gewesen. Und wir müssten eigentlich die Superwaffe im Inventar haben. Wir gucken nochmal. Müsste ja eigentlich aufgeführt sein. So, was haben wir denn hier? Ups. Schlüssel. Muschel, grünes Helidium. Das sind die ganzen Rohstoffe. Horus Waffe, jawohl, da ist sie. Cool. Und das heißt, ich tue nochmal schnell speichern. Warum drücke ich eigentlich immer auf F1 zum Speichern, wo doch Speichern F2 ist? Ich denke mal, Speichern ist in diesem Spiel unheimlich wichtig. Nicht, weil man relativ schnell kaputt gehen kann, also sterben, sondern weil es relativ schnell abstürzen kann. Und dann war es das gewesen. Okay. Jetzt fehlt natürlich noch die Munition. Denn der Gute brauchte auch Munition. Da ist noch, da sind noch ein paar Steine, die nehme ich auch noch mit. So, komm. Und eins will ich jetzt mit euch nochmal probieren. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber ich will einfach wissen, was sich hinter diesem Daoka verbirgt, wo wir da hinkommen. Und deswegen reißen wir da jetzt mal hin. So, geh sterben, Junge. So, da hinten ist doch noch einer. Ja, ja. Ja, du brauchst hier gar nicht in Deckung zu gehen. Meine Schüsse erreichen dich. So, cool. Das heißt, wir sind wieder, wie heißt Talansar. Das ist gut zu wissen. Denn hier gibt es neue Munition. Jetzt mal gerade gucken. Nee, sind keine Gegner mehr da. Ja, das ist cool zu wissen, wie gesagt. Denn hier können wir dann relativ fix zurück. Dann gibt's dann... Ach Mist. Jetzt habe ich einen Sack mit Zorkins übersehen. Naja, egal. So soll es sein. Die schwache Energiequelle. Willst du mich hier verarschen? Ach, da ist noch diese... Da sind noch diese Wegelagerer. Okay, die holen wir jetzt auch nochmal schnell. 1, 2, 3. Ach, und alle daneben gesammelt. Das arme Twonha abgeschossen. Super. Ja, und da war es auch schon wieder zu Ende. So. Aber wir haben sie erledigt. So, haben wir noch was verloren hier? So was Schönes? Was ist mit dir? Brauchst du noch einen Schuss im Kopf oder was? Ja. Guck mal, guck mal. Ich habe immer so Angst vor den Gewässern hier. Geh mal runter hier. Da ist Munition, da ist ja Weihnachten. Vielleicht sollten wir öfters mal tauchen gehen.
Ja, ich glaube schon mal kurz Luft. Und nochmal ab ins Nass. So, komm her. Komm, einsammeln. Danke. So, gibt's hier noch was? Mal kurz die Lage checken unter Wasser. Da ist ja tatsächlich noch was. Da stehen Füße, aber das wird wohl nur der Talaner sein. Wo ist fremdes Material? Da, diese Muscheln. So, dieses kleine Säckchen mit Zorkins nehmen wir auch noch an uns. Und dann würde ich sagen, da sind wir doch schon wieder ganz gut ausgerüstet. Mal ein wenig 159 Schuss und 10 Schuss für die bessere Waffe. Okay, das soll jetzt nicht das Schlechteste sein. Ja, und das heißt, wir werden nochmal kurz speichern und das war's dann auch schon wieder für diese Folge heute. Ich denke, wir haben ein bisschen was geleistet. Wir haben vor allen Dingen Orus Waffe gefunden. Jetzt gilt es noch, Orus Munition zu finden. Diese müssten wir, glaube ich, schon im Händler kaufen. Ich muss das nochmal nachlesen. Aber ich meine, die gibt es bei einem Händler. Ja, und das schauen wir am besten einfach in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.